Ach, ihr habt ja wieder eingeschaltet. Ja, das habt ihr fein gemacht. Ja, ganz fein. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play der Legend of Zelda Master Quest. Ich will immer Majora's Mask sagen. So, ich bin schon mal ein bisschen vorgerannt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So, ich bin kurz einfach hier von der Zitadelle der Zeit. Hier zum Kakariko-Dorf gelaufen und ja, mehr gab's doch nicht. So, ja, ich habe nicht so zu trinken, super. Ja, jedenfalls müssen wir jetzt zum Friedhof von Kakariko. Denn da ist etwas, das auf uns wartet. Denn ohne dieses Item, was wir gleich bekommen, kommen wir nicht in den Tempel vom was sag ich denn da? Im Waldtempel hinein. Ich wollte schon sagen, in den Tempel vom Wald. Ich sag's euch, ich hab heute echt mit dem Lesen drauf. Ach Gott, Graveyard. Wisst ihr, was ich mir immer als kleines Blach vorgestellt habe? Als kleines Kind? Ich habe mir immer vorgestellt, dass... Ich habe sogar davon mal geträumt, dass ich mal hier als großer Link in Ocarina of Time hier einfach mal in den Kakariko, in den Friedhof reinspazier und zack kommt da aus dem Königsgrab da ganz hinten der Sensemann rausgeschossen. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht wieso, aber das wäre doch mal eine geniale Idee. Oh oh. Geh weg! So. Ich wollte jetzt irgendwas noch sagen, aber ich habe das jetzt total vergessen. Ja, genau. Moment. Der will... So. Boah. Ich habe einen trockenen Hals. Ohne dieses Item, was wir von dem Typen gleich bekommen, kommen wir zum Waldtempel nicht rein. Also, daher müssen wir jetzt hier nach Kakariko, hat der Sheik auch schon gesagt. Hi! Rede mit mir! Hey, young man, are you fast on your feet? I may not look like it, but I'm confident in my speed. Let's have a race. Follow me if you dare. Ich frag mich nicht, wieso ich das jetzt so komisch synchronisiert habe. Aber der ist ein Totengräber und so stelle ich mir die Stimme von dem Alten her eben vor. Falls er eine Stimme haben sollte. Oder gehabt hätte. Wenn ihr mich fragt, bin ich froh, dass er... Oder wenn ihr mich fragt, die sollen so bleiben. Also, dass die keine Stimmen bei Zelda reinballern, weil, diese Sprachtexte, wo sie... Oh, wo sie nicht... kein Laut von sich geben. Also, jetzt nur... Halt, ihr wisst Bescheid, was ich meine, und... Das, finde ich, ist Tradition bei Zelda. Und ich finde, die sollen das auch so beibehalten. Auch für die nächsten Teile, die sie machen sollen. Oder machen werden. Und, ja, für mich ist das halt Tradition. Und die sollen dabei bleiben. Die sollen keine Sprachsynchronisationen einbauen, weil ich würde das schon ziemlich, naja, finden. The time of his voyage was bla bla bla. Young man, you're very quick to be able to keep up with me. As a reward, I'm going to give you my treasure. It's called the hookshot. It's spring loaded chain will pull you to any spot where its hook sticks. Nee, ich rede nicht mehr so weiter, komm. Halt, ja, sehr ruhig. One more thing, be careful on your way back. Mann, so ein komisches englisches Ammer. Interessant. So, jetzt bekommen wir den Fanghaken. You found the hookshot. It's a swing loaded chain that you can cast out the. Wisst ihr was? Ich will heute Scheißen lesen. Ich weiß das schon alles. Dankeschön. Sofort mal ausrüsten hier. So. Dann wollen wir mal.
Warte, das ging rechts runter hoch, also es ist hier. Ohoho. Quatsch, rechts runter. Ah. Nee. Entschuldigt, ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen und naja, ich habe sowieso gerade noch 11 Videos auf dem Desktop rumfliegen. Das wird jetzt zwar erstmal eine Weile dauern, bis ich das alles hochgeladen habe. Oder ich muss einen Massen-Upload riskieren. Obwohl mir das völlig egal ist. Okay, ich hätte eine Ocarina. What? You've got an Ocarina. What the heck? That reminds me of that time, 7 years ago. Back when a mean kid. Ruhig. Came here and played a strange song. It messed up with this windmill. Meine Fresse. I'll never forget this song. Das werden wir noch später brauchen. You've learned the song of storms. Tschüss! Upsa. Ich mache jetzt mal einen auf Chic. Tschüss, weg bin ich, alter Mann. Naja, wir könnten jetzt eigentlich... ich weiß jetzt nicht. Wir müssen uns nur als Kind zurückverwandeln, hier die Hymne des Sturms spielen. Dann können wir auch schon wieder in den Brunnen. Wie bei dem normalen Ocarina of Time. Oder wir können erstmal mit dem Waldtempel anfangen und danach... Ach komm, wir machen erstmal den Waldtempel. Wir machen erstmal den Waldtempel und danach den Brunnen und dann Feuer, dann Wasser, dann Geister und dann Schatten. Und dann sind wir auch schon beim Ganoon-Schloss. Geht ganz ratzfatz, denke ich mal. Wenn es keine Komplikationen gibt. Was ich wohl nicht denke. Keine Sorge, der Weg dauert nicht lange. Nicht so lange, wie ihr gerade denkt. Hoffe ich zumindest mal. Ja, der ganze Weg und ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt oder so. Ich habe keine Ahnung, in welchem Part, aber die Wege und das ganze Gedöns, um in die Tempel reinzukommen, ist normal geblieben, nur die Tempel an sich wurden extrem verändert. Okay, extrem ist ein bisschen übertrieben. So zwischen sehr und heftig verändert. So, dann wollen wir mal zum Kokiri gehen. Mal gucken, wie sich der Waldtempel verändert hat. Hi! Tschüss! Kokiri Forest. Sollen wir mal mit den Bewohnern reden? Nö. Oh, keine Lust und keine Zeit. Hi! Tschüss! Diesen Typis dürfte nicht zu nahe kommen. Wie ihr seht, attackieren die Link. Frag mich nicht wieso, ich habe keine Ahnung. Als kleiner Link kann man mit den verschiedenen Dings spielen. Nee, Quatsch, warte mal. Nee, wie ging das nochmal? Runter, rechts, links war das doch. Runter, rechts, links, so. Als kleiner Link kann man mit den Kobolden verschiedene Lieder spielen. That melody! Saria plays that song all the time. Do you know Saria? That song. Saria taught that song only to her friends. Okay, I trust you. When I see you, I don't know why, but I remember. But I remember him. So. Ich habe gerade zuerst gelesen, but I remember. Also dieses Nachdenken. Nachdenk.
Dingen da. Norton, Halsmaun, Mund. Hallo! So, Sacred Forest Meadow. Hier werden wir mal einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns demnächst weiter im nächsten Part. Tschüss!